Atte Müller-Gemmicken, Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zum sechsten Mal gibt es gerade jetzt parallel am Brandenburger Tor eine Kundgebung zum Equal Pay Day. Zum sechsten Mal wird die bestehende Lohnlücke beklagt, und zum sechsten Mal hören wir von einer Bundesregierung blumige Ankündigungen. Das kann nicht wirklich Ihr Ernst sein. Es ist doch keine Bagatelle, dass Frauen noch immer 22% weniger verdienen. Betroffene Mienen und Symbolpolitik bringen uns kein Stück weiter. Appelle allein, das haben wir gesehen, sind nicht geeignet, um die Welt zu verändern. Das Ziel ist, dass der Equal Pay Day nicht irgendwann Mitte März, sondern in Zukunft am 1. Januar stattfindet. Darum geht es. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, jetzt müssten Sie eigentlich heftig klatschen, denn das sind nicht meine Worte, sondern das hat Frank-Walter Steinmeier genau vor einem Jahr hier an dieser Stelle gesagt, bei der Debatte zum Equal Pay Day 2013, und wir meinen, er hat recht. Die Forderungen der Regierungsfraktion beim Thema Entgeltgleichheit sind aber enttäuschend. Hier hat die Union ganze Arbeit geleistet. Anders ist der Antrag von letzter Woche nicht zu deuten. Die Ankündigungen sind zwar wortreich, aber die geplanten Maßnahmen sind schwammig und wenig ambitioniert. Es ist also gut, dass wir heute mit einem Antrag die Debatte auf die Tagesordnung setzen, und so werden wir auch übrigens dem Equal Pay Day gerecht. Unsere erste Forderung ist eine gerechte Bewertung von Arbeit und eine gesellschaftliche Aufwertung von Berufen mit hohem Frauenanteil. Nichts anderes meint der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, wenn er diese Tage eine deutlich bessere Bezahlung von Pflegekräften fordert. Der Lohn müsse dem guter Handwerker entsprechen. Der Unterschied ist aber, dass es uns nicht nur um die Pflegekräfte geht. Arbeit darf nicht willkürlich und auch nicht interessensgelenkt bewertet werden. Und es reicht auch nicht aus, wenn die Regierungsfraktionen die Bewertung von Arbeit mit den Tarifpartnern voranbringen wollen. Wir brauchen endlich allgemeingültige, geschlechtsneutrale Kriterien. Und nur so werden wir dem Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit gerecht. Im zweiten Punkt fordern wir, dass Entgeltregelungen überprüft werden und insbesondere Entgeltdiskriminierungen auch verbindlich beseitigt werden. Im Antrag der Regierungsfraktion steht das zwar auch, aber die Unternehmen werden dazu nur aufgefordert. Ansonsten setzen sie auf mehr Transparenz bei Unternehmen ab 500 Beschäftigten. Transparenz, Freiwilligkeit, Selbstverpflichtung, das haben wir alle schon 100-mal gehört. Das ist einfach zu wenig. Ohne verbindliche Regelungen ist eines sicher: So treffen wir uns in den nächsten Jahren wieder hier zum Equal Pay Day. Und zwar nicht im Januar, sondern wieder im März. Wir brauchen ein Entgeltgleichheitsgesetz, und alles andere ist Symbolpolitik. In unserem dritten Punkt geht es darum, dass wir die betroffenen Frauen stärken wollen. Und deshalb fordern wir ein Verbandsklagerecht, damit die Frauen zukünftig nicht alleine klagen müssen und auch nicht ihren Job gefährden müssen. Die Regierungsfraktionen planen dazu gerade mal einen individuellen Auskunftsanspruch. Das hilft nicht wirklich weiter. Und außerdem ist Entgeltdiskriminierung kein individuelles Problem, sondern ein gesellschaftliches Problem. Nehmen Sie das endlich zur Kenntnis. Und der vierte Punkt liegt mir besonders noch am Herzen. Frauen brauchen gerechte Löhne, ja, aber sie brauchen auch soziale Sicherheit. Sie sind aber häufig von Befristungen betroffen. Die Folgen sind allseits bekannt: Unsicherheit, fehlende Lebensplanung, wenig Weiterbildung, Arbeitslosigkeit. Und vor allem erhalten befristet Beschäftigte auch noch deutlich weniger Lohn. Und deshalb wollen wir ja die sachgrundlose Befristung abschaffen. Im Koalitionsvertrag wird das Thema mit keinem einzigen Wort erwähnt.
Ich muss das immer und immer wieder sagen, denn hier fehlt der Großen Koalition jegliche Empathie, und das ist nicht akzeptabel. Sehr geehrte Regierungsfraktion, die Zahlen sind doch allseits bekannt. Abteilungsleiterinnen mit Hochschulabschluss erhalten im Schnitt 3.700 Euro, Männer in derselben Position 5.200, das sind satte 1.500 Euro mehr. Entgeltdiskriminierung ist also kein Nischenproblem der klassischen Frauenberufe. Die Physikerin verdient weniger als ihr männlicher Kollege, und ebenso wird die frauendominierte Pflege schlechter bezahlt als andere gleichwertige Tätigkeiten. Es ist wirklich an der Zeit, dass Frauen für das, was sie leisten, auch gerecht bezahlt werden. Es liegen vielfältige Vorschläge auf dem Tisch. Geben Sie sich einen Ruck. Notwendig sind gesetzliche Regelungen, denn es muss endlich Schluss sein, dass es Arbeit von Frauen zum Schnäppchenpreis gibt. Schalten Sie also nicht wieder nach den heutigen Beileidsbekundungen in den Ruhemodus bis zum 7. Equal Pay Day. Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, so ist übrigens ein Flugblatt von der SPD überschrieben. Und ganz unten steht groß und fett: Andere reden über Frauenpolitik, die SPD handelt. Wir nehmen sie beim Wort. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Sabine Bar.